Du heißt also Hans Zetterbrini? Ja. Ich heiße auch Hans Zetterbrini. Viele kennen ihn noch aus der TV-Serie Marienhof. Nun ist Erwin Aljukic seit 2020 festes Mitglied im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Wegen seiner Glasknochenkrankheit sitzt der 46-Jährige im Rollstuhl. Dennoch hatte Aljukic schon immer die Vision, Schauspieler zu werden. Und am schönsten ist für den gebürtigen Ulmer, wenn es auf der Bühne richtig gut läuft. Man sagt es so auf Neudeutsch, dass es da so einen Flow gibt. Also auf einmal so wie, da fliegt irgendwas weg. Und das ist ein ganz magisches Gefühl und das spürt man sofort. Hast gegen das Gesetz verstoßen. Ich musste es tun. Menschen haben dieses Gesetz gemacht, nicht die Götter. Inklusives Theaterkammerspiele. Auch Johanna Krappauf und hier Frangiskos Kakulakis sind feste Ensemblemitglieder. Bei Kleon und seine Familie. Der gebürtige Dachauer Kakulakis absolvierte seine Schauspielausbildung an der Akademie der Freien Bühne München. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Die Leute sind hier sehr, sehr nett. Manche sehr gute Kontakte, sehr gute Präsenz auf der Bühne, man hat gute Kollegen. Und es ist wirklich schön, hier zu sein, um andere Leute zu kennenzulernen und auch mitzuwirken. Auch Erwin Aljukic freut sich auf seine nun vierte Spielzeit in den Münchner Kammerspielen. Er ist eigentlich Modejournalist und Tänzer. Nach 13 Jahren Marienhof und 4 Jahren Staatstheater Darmstadt bekam er einen Vertrag im Theater der Stadt München. Der genau richtige Ort, weil man sich mit Themen beschäftigt, die in der Luft liegen. Also ich bin kein Fan, das hat vielleicht auch mit meiner künstlerischen Vergangenheit zu tun. Ich möchte nichts mehr machen, was einfach nur unterhält, sondern es soll auch ein Spiegelbild dessen sein, wo wir uns befinden. Geld, Städte, Länder, Waffen, Medizin, Arzt, Apotheken, Krankenhaus, Häuser, Städte, Straßen, Autos. Für mich finde ich das toll, weil inklusives Theater bedeutet, dass auch nicht nur normale Leute dort arbeiten, sondern auch Leute mit Behinderung, im Jahr 20 oder mit Rollstühle, dass die auch mal die Chance haben, auch auf die Bühne zu sein. Es ist ganz, ganz dringend notwendig. Also ich kann auch gar nicht sagen, ich finde es gut oder ach toll, hurra, sondern eigentlich muss ich allen anderen Häusern sagen, sehr, sehr bedauerlich, dass sie es nicht machen. Und wir haben schon so eine gewisse Pionierarbeit hier jetzt geleistet. Ich denke, dass die Münchner Kammerspiele hier ein Alleinstellungsmerkmal haben, sowohl von inklusiven Stücken als auch vom inklusiven Ensemble her. Und wer Antigone gesehen hat, weiß, was inklusives Theater alles schaffen kann. 26 Nichtbehinderte und 6 behinderte Schauspielerinnen und Schauspieler zählt aktuell das Ensemble der Münchner Kammerspiele. Ein Behindertenanteil also von rund 20%. Für Intendantin Barbara Mundel ist wichtig, die gesamte Gesellschaft im Theater abzubilden und nicht nur Teile davon.